Hallo, jetzt kommt die Zeit, wo man außerplanmäßig was am Gemüsebeet machen muss. Es sind gerade mal 2 Tage seit dem Wochenende rum oder seit dem Samstag, wo ich was gefilmt habe. Und ich muss heute schon ran, weil dieses poppige Gemüse, was ich da vor 10 Tagen gepflanzt habe, das passt hier gar nicht mehr rein. Ich habe sogar schon den Eierschalenkarton rausgenommen. Aber man sieht, wenn man hier von oben drauf guckt, da gucken schon die Pflanzen oben an die Decke ran. Wenn wir das mal aufmachen, sieht man das noch viel extremer, dass hier drin alles riesig geworden ist. Und das muss jetzt unbedingt hier raus und muss umgetopft werden. Zumindest die Zucchini hier in der Mitte und auch hier der Rosenkohl hier vorne. Und das würde ich jetzt mal glücklicherweise hier in diesen Blumenkasten noch reinsetzen. Also wir müssen hier unbedingt die Zucchini, die gelben aus diesem poppenden Gemüse, die müssen wir rausnehmen, weil die Wurzeln schon rauskommen aus diesem Gefäß. Das ist echt abartig. Das muss ich jetzt natürlich gucken, dass ich das irgendwie auseinander mache, ohne es kaputt zu machen. Ich würde jetzt mal, das ist durch das Wasser total aufgeweicht, dieser kleine Topf. Den versuche ich mal mit der Schere am Rand aufzuschneiden und dann hoffe ich, dass ich die Wurzeln einigermaßen unbeschadet da rauskriege. Also mit einer ganz normalen Haushaltsschere schneide ich jetzt mal hier so ein, das sind ganz viele Wurzeln, hier drüben sind nicht so viele, da schneide ich einfach mal ganz vorsichtig auf. Mal gucken, habe ich jetzt hier und dann öffnen wir das mal ganz vorsichtig. Die Problematik ist, da ja manche Wurzeln jetzt auch rauskommen, muss ich gucken, dass ich die hier nicht abreiße. Den ganzen Papst gleich in der Hand. Irgendwas. Ich versuche mal mit dem Finger ein bisschen nachzuhelfen, indem ich das hier rausziehe. Großes Geduldsspiel. Zack. Also eine kleine Wurzel hier, die hängt noch dran, zeige ich euch mal kurz, da hängt noch eine kleine Wurzel dran, die hat es erwischt. Und jetzt müssen wir den ganzen Krempel hier noch auseinander machen. Rühren wir das jetzt ganz, ganz vorsichtig hier ab. Ja, nicht die Pflanze, die Wurzeln abmachen. So, eine haben wir draußen. Da haben wir eine draußen. Legen wir schon mal die Seite. Noch eine. Das ist ein Riesengeflecht hier. Deswegen geht es so schwer auseinander. Und jetzt noch die letzten 2 auseinander. Super. Machen wir die Löcher natürlich noch ein bisschen größer, damit ich das ordentlich weit runter reinsetzen kann. Da ich jetzt keine Blumentöpfe mehr habe, beziehungsweise keine Blumenkästen mehr, würde ich jetzt diese Schale hier nehmen und würde die auch mit Anzuchterde voll machen. Da habe ich noch ein bisschen was. Und würde diese einzelnen Töpfchen einfach auch aufschneiden. Da habe ich ja jetzt noch hier Blumenkohl, Quatsch, Rosenkohl ist es, Tomate nochmal, Möhren und Mangold. Und die würde ich dann auch hier reinsetzen. So, das ist jetzt hier vorbereitet. Ganz normale Anzuchterde, die jetzt hier drin ist. Und jetzt schneiden wir die mal auf. Diesen Sauerei wieder mal. Ja, viel Platz nach unten hat dieses Ding natürlich nicht. Da muss ich vielleicht noch Erde gleich aufschütten. Und schon haben wir die erste Reihe mit Tomaten. Jetzt sind die Möhren dran. So, da sieht man mal ein kleines Möhrchen. So, jetzt sieht man richtig gut. Jetzt haben wir hier 2 Reihen mit den Möhren. Und als nächstes kommt jetzt der Mangold dran. Der Mangold ist hier in der Ansicht schon sehr, sehr bunt geworden, so lila. So, alle Pflanzen sind jetzt umgetopft. Die mit den langen Halmen, die sind irgendwie ein bisschen schwierig, da gerade nach oben zu biegen. Manche sind umgefallen. Das habe ich versucht, so ein bisschen auszugleichen, indem ich ein bisschen Erde als stützendes Element unten noch dran gemacht habe. Auf der rechten Seite sieht man, die mit den kurzen Halmen, die stehen eigentlich alle ganz okay, bis auf so ein paar. Und jetzt machen wir noch eine ordentliche Wässerung oben drauf und dann decken wir das ab und gucken mal, wie es sich jetzt in den nächsten Tagen entwickelt. Das Mini-Gewächshaus hat jetzt hier einen besonderen Platz bekommen, hier auf dem Stuhl direkt am Fenster, weil das Regal nämlich voll ist. Drückt die Daumen, dass alles klappt. Tschüss!